bis soeben in Zürich aufgeführt wird. Ich würde vorschlagen, ihr seht es euch an und urteilt danach. Ich gebe euch drei meiner besten Dichterkollegen mit auf den Weg. Plautus, ein sehr wichtiger römischer Dichter aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Er ist etwas betrübt, seitdem er sein ganzes Vermögen verloren hat. Molière, der beliebteste französische Komödiant am Hofe des Sonnenkönigs, 17. Jahrhundert. Zum Schluss ein wichtiger deutscher Dichter, Kleist. Er wurde durch seine Theaterstücke im November im 19. Jahrhundert.